Und ein herzliches Willkommen, leider noch einmal hier, bei Resident Evil 7 Biohazard auf Irrenhaus mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Irrenhaus passt hier jetzt wieder ganz gut, denn mit meiner Aufnahme, die ich gemacht hatte, hat wieder was nicht gestimmt. Deswegen fangen wir wieder hier an, ich muss wieder bis hier hinspielen, von Anfang an des Schiffs. Geht zum Glück schnell, weil das dann ja da nicht so schwer ist. Da passiert ja noch nicht wirklich was. Bin ich gerade mal einfach mal so durchgerannt. Und ja, jetzt sind wir wieder hier und ich hoffe, es nimmt das wieder auf. Und dann gehen wir weiter. Evie, warte! So, schau mal, dass wir hier wieder gut durchkommen. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt wieder so gut durchkommen. Es ist ja schade, dass man nicht so hüpfen kann, ne? Okay, ist super lang. Na, leg schon. Mit den Bomben geht es eigentlich ganz gut, hier durchzukommen. Echt jetzt? Mann, das war mir so klar, dass ich jetzt hier sterbe. Ich bin so gut durchgerannt. Ich war schon auf der Brücke und keine Ahnung was alles. Wie gesagt, nur die Aufnahme war daneben. Okay, bis gleich. So, weiter geht's. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ach, das kommt ja auch noch. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. So, kein Bock mehr. Es waren sogar zwei. Okay. Fährt ihn natürlich erstmal hoch. So, wehe, es nimmt dich auf, also wirklich. So. Okay, hier rein. So, jetzt geht's ab in den dritten. Wie gesagt, wehe, es nimmt dich auf. Ich könnte sonst kotzen. Ey. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Okay, auf jeden Fall geht's jetzt runter und rüber. Ich kenn's jetzt leider, wie gesagt, schon. Ich habe das Ganze hier eben gerade schon gespielt und dann, wie gesagt, war die Aufnahme leider ein A. Alan ist fort.
Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Evie's upstairs. Evie's open. So, weißt du was? Ich tue jetzt mal alles hier rein. Ich bin mal gespannt, ob ich dann alles hier drin finde. Ich glaube nämlich zu wissen, dass es eigentlich gar nichts mehr hier drin gibt. Also keine Gegner mehr. Glaub ich jedenfalls. Bin mir gerade voll unsicher. So, der Rest behalte ich mal. Ich glaube, Gegner gibt es jetzt erstmal keine. Ich habe es eben gerade erst selber gespielt, weißt du? Und nur weil die Aufnahme nichts wurde, habe ich es jetzt halt nochmal gemacht. Doch, da kommt gleich nochmal ein Gegner. Einer zumindest. Oder vielleicht reicht es ja. Okay. Oh, renn! Tschüss. Mal gucken, ob das hilft. Ich habe das eben gerade auch schon die ganze Zeit gemacht. Ich habe die immer erstmal spawnen lassen. Und damit bin ich aufzu, also im Maschinenraum. Bei den ganzen Gegnern hin, zumindest. Und dann bin ich immer mit dem Aufzug wieder hochgefahren. Und da waren die Gegner weg und sind auch nicht mehr aufgekreuzt. So wie er anscheinend. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder sowas, aber. Ich hoffe es. Also, er dürfte jetzt eigentlich nicht nochmal aufkreuzen. Nee, okay. Raus da! Wie gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Ich will hier endlich durch. Ich hab das hier jetzt schon zu lang mitgemacht jetzt. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau, hier. Hier ist das Video, was wir uns gerade angucken, so gesehen. Wie gesagt, wir sind nicht auf. Hey, alles klar? Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie! Evie! Alan, hör zu! Ich hab nicht so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Na lecker. Ich konnte leider nirgendwo anders hingucken. Die Kamera war quasi fixiert. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt infiziert.
So, hier gibt es an sich, glaube ich, eigentlich nichts mehr zu sammeln. Das weiß ich ja jetzt noch. Eins, was wir machen können, ist das hier. Und es sollte euch eigentlich bekannt vorkommen. Und zwar ganz am Anfang des Spiels auch schon zu sehen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Danke, das wünsche ich dir auch. Na gut, wir wissen natürlich, dass sie hier gerade kein gutes Leben hat. So, hier lang. Wir werden für immer zusammen sein. Hätte einfach loslassen sollen. Na gut. Ja, das muss man. Guck mal, wo wir sind. Mitten auf dem Ozean. Das Schiff geht unter. Und wir schwimmen gerade im Ozean. Jetzt lass uns doch mal zurückdenken, wie wir aufs Schiff gekommen sind, wo das Schiff war. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nicht mehr. Okay. Okay, sie braucht uns nicht mehr. Wunderbar. Ich glaube, dadurch sind wir ungefähr. Ja, ne? Also, wenn man sich mal zurückerinnert, wie wir jetzt eben hier jetzt gerade in der Gegenwart aufs Schiff gekommen sind. Das Schiff war ein Tümpel. Aber quasi auf der Oberfläche. Wir haben gerade gesehen, es ist mitten auf dem Ozean zerbrochen und explodiert und sowas. Und der Ozean war tief. Wir sind untergetaucht, ja? Wir sind fast ertrunken. Wie kommt ein Schiff in den Ozean in die Tiefen und dann später wieder hoch, quasi hier auf die Oberfläche, so dass man quasi hier drauf spazieren kann? Denn wir können uns erinnern, das Wasser war vielleicht knöchelhoch oder so und wir konnten hier in das Wrack reinlaufen, nicht schwimmen. Oder noch nicht mal tauchen in der Hinsicht. Wie kam dieses Schiffswrack quasi wieder nach oben? Das ist eine komische Sache. So, wir sind wieder hier. Ich habe jetzt einiges in die Kiste getan. Ich bin mal gespannt. Bei der Aufnahme, die leider nichts wurde, habe ich schon mir überlegt, tue ich das jetzt alles in die Kiste? Oder kriege ich das automatisch hier generell in die Kiste gelagert, was ich im Video jetzt alles eingesammelt hatte. Weil das spiegelt ja die Vergangenheit von mir wieder. Ne? Und ich bin so weit gekommen, dass ich dann zu der Kiste gekommen bin auf 2F. Und die Sachen waren nicht drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe die Sachen jetzt in die Truhe getan im Video. Und kann man nicht lesen. Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Und ich habe das Sachen ja jetzt in die Kiste getan im Video. Jetzt bin ich gespannt, ob die in der Gegenwart auch in der Kiste sind. Sodass wir die ganzen gesammelten Sachen dort wieder vorfinden. Und es dementsprechend einfacher vielleicht haben.
So. Wir kriegen auf jeden Fall sehr viele Chemikalien zusammen. Unser Laptop, er ist wohl kaputt. Und hier können wir nicht zurück. Okay. Weißt du, ich hab's eben gerade erst gespielt und schon überlege ich mir gerade, hä? Was muss ich jetzt machen? Ach ja, klar, natürlich. Der Aufzug. Nach all den Jahren und des Explodierens und Zerkrachens und Untergehen und wieder Auftauchen, der Strom funktioniert noch. Also ein wenig unrealistisch. Das heißt wenig. Natürlich ist es unrealistisch, ja. Sowas wie diesen schwarzen Pilzverfall hier und so gibt es ja natürlich nicht. Ne? Dass dann den Leuten die Köpfe nachwachsen oder was auch immer. Ne? Wir erinnern uns an Daddy und so weiter und so fort. Natürlich ist es ein unrealistisches Spiel. Aber ich meine jetzt so rein von der Logik her, ja. Also das mit diesem Schiff. Eigentlich passt es überhaupt nicht. So. Hier geht's runter. Willkommen auf der Brücke. Das sieht einfach schön aus. Ja, wie gesagt, ich war ja schon hier und weiß hier und da, was es zu sammeln gibt. Im Bildschirm gucken wir uns jetzt erstmal noch nicht an. Okay, nee, hier gibt's nichts. Einmal umgucken. Ein schnelles Umgucken. Guck hier. Wir sind in drei Teile ist das Schiff scheinbar zerbrochen und untergegangen. Ich würde es verstehen, wenn Evelyn anhand ihrer Kräfte zumindest eins von diesen Teilen des Schiffes, wo es halt eben dementsprechend gerade im Moment drauf war, hier ans Land gebracht hatte. Damit es halt nicht unterm Ozean landet. Aber die anderen beiden nicht. Warum sollte man alles drei hier ans Land bringen? Aus den Tiefen des Ozeans, Kilometer weit weg von dem Land. Er hat es fast geschafft mit Klüschen. So, nichts drin. Okay, schauen wir uns mal das Video an. Oder was auch immer. Gut, ich weiß ja schon, ich war ja vorhin schon. Vielleicht funktioniert er noch. Vielleicht funktioniert er noch. Aber ich würde natürlich sagen, dadurch, dass der Bildschirm an ist, würde ich funktionieren. Kamera wechseln. Da waren wir vorhin. Da waren wir vorhin auch. Ist der Aufzug? Okay. 3F, da waren wir noch nicht. Ethan. S2. Maschinenraum. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist Deck. Seine Watch zeigt rot an. Also er lebt noch. Aber rot. Nicht nein! Hör auf, Evelyn! Ui, voll den Abdruck am Arm. Verdammte Halluzination. Wo ist sie? Also eine Halluzination sah das nicht aus bei dem Handabdruck, der da quasi war. Okay. Machen wir mal weiter. Kapitänskabine. Hier ist unsere Waffe. Sehr schön. Brauchen wir nun einen Schlüssel. Den wir natürlich nicht haben. Munition kriegen wir schon mal dafür. Ein Kreuzschlüssel, den brauchen wir für Dings. Eine Karte des Herumtreibers. Okay, mehr ist hier erstmal nicht.
So. Einmal Crowd. So, hier mal ein Wackelkopf-Kandidat. Da wir noch keine Waffe haben, können wir den nicht kaputt machen. Und hier haben wir noch eine Münze. Hab ich vorhin auch gefunden. So, die Tür hier hinten machen wir noch auf. Ach, okay. Okay. Dann geht's so wieder zurück auf die Brücke. So, dann können wir eigentlich nur hier lang. Und schon sind wir eigentlich gleich so weit, wie ich eben gerade war. Und wir haben sogar noch 8,5 Minuten. Geronimo! Bis ich dann erfahren hatte, dass die Aufnahme, wie gesagt, nicht ordentlich vonstatten ging. Das hat mich echt genervt. Achso, hier sind wir jetzt wieder, ja. So, schrauben wir das einmal um. Ich wollte eigentlich die Treppe nutzen, aber geht wohl scheinbar nicht. Luis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar einen Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Ich muss Dr. Waddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Rain. Da fehlt uns was. F1. Wenn ich da jetzt runterkletter, kann ich hier wieder hochklettern? Ja, ne? Hab keine Ahnung. Ah, die Tür ist zu. Wappelmonster. Noch ein Wappelmonster. Bin ich jetzt ganz weg? Nee. Noch eine Münze. So, unser altes Zuhause. Jetzt kann man hier natürlich speichern. Machen wir aber nicht. Als Mittel. Denn tatsächlich gab es hier kurz vorher ein automatischer Speicherpunkt. Und ich meine, jetzt von der Brücke hierher ist jetzt nicht wirklich was passiert. So, das hat man ja schon mal gelesen. Ist dasselbe. Schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind die Sachen hier drin? Nee, natürlich nicht. Ganze der Verteidigung nehmen wir natürlich wieder mit. Wer weiß, was mir das bringt. Starke Arzneimittel. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das lieber erstmal im Koffer lasse hier. Oder ob ich das die ganze Zeit jetzt mitschleppe. Die Pillen tue ich jetzt erstmal hier rein. Das tue ich jetzt auch erstmal da rein. Pass auf. So. Denk mal schon. Den Rest lassen wir jetzt erstmal nochmal hier drin. Münzen finde ich gleich noch eine. Ich greife schon wieder das Ohr. Tut mir leid. Der ist da gerade versunken, kann das sein? Also verschwunden in der Hinsicht. Ich bin nicht da. Alter, wie das klingt.
So. Warum haben wir jetzt eigentlich kein Messer mitgenommen? Uns fehlt voll ein Messer. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal hierher kommen zu müssen. Pistolmunition, okay. Einige Münzen zu finden hier gerade. Okay, wir gehen erstmal hier rein. So, hier hatte ich aufgehört. Nachdem meine Aufnahme, wie gesagt, im Arsch war. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. 3,5 ungefähr. Vielleicht haben wir auch schon, sind wir auch schon gleich drüber. Dann gucken wir uns das hier erstmal an. Das hier hängt alles gerade. Also das müssen wir einmal gerade hängen anscheinend. Jo. Da muss der Fleck oben links sein, das ist der lilane Fleck. Und da muss das Grüne oben sein. Okay. Passt. Bitte? Gibt's hier denn sonst weiter nichts einzusammeln? Nichts hinter der Couch. Sofa-Ritze. Gar nichts da. Nee, sieht nur so aus. Okay. So, 3-mal Ätzmittel. Müsste ich erstmal wissen, für was. Damit wir hier durch die Koje reinkommen. Habe ich ja gesehen, da ist die Tür wieder dicht. Gut, wird sich jetzt natürlich fragen, ob die Tür auch wieder dicht ist. Aber wir könnten jetzt quasi hier hin. Hier drin waren wir jetzt auch noch nicht. Jetzt hier in der, so in der Gegenwart. Ich habe aber auch irgendwie ein bisschen Schiss. Okay, wir machen jetzt hier einfach mal die Tür auf. Es hört sich zwar gleich so an, genau. Also sie tauchen auf und verschwinden wieder, habe ich das Gefühl. Also so hört sich das zumindest an. Ich will den Mob haben. Sie tauchen ständig auf und verschwinden wieder, habe ich das Gefühl. Starke Flüssigkeit, wow. Oh, ich komme hier gar nicht weg, okay. Okay, das hat natürlich Mist. Wir haben eine Bombe. Nur eine. Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Pistolenmunition, aber die bringt uns ja wirklich nicht viel. Okay. Oh, hier geht's schon lang. Okay. Tschüss. Okay, das hätte ich also nicht gedacht, dass wir hier schon reinkommen können. Vor allem, hier war eigentlich noch die Tür zu, oder? Oh, mein Wecker klingelt. Damit dieser wunderschönen Aussicht, sage ich da mal tschüss, bitte. ich danke euch fürs Zuschauen. Das war Resident Evil 7 Biohazard auf Irrenhaus, Aufnahme Nummer 2.
Ich werde jetzt erstmal direkt gucken, ob die Aufnahme hier funktioniert hatte. Ich hoffe es, auf jeden Fall. Und dann bitte vergesst keinen Daumen nach oben zu geben und ein Abo. Es ist ein krankes Spiel. Ein krasses Spiel, aber auch cool. Und dann sehen wir uns hoffentlich aber auch bei meinen anderen Let's Plays. Schaut einfach mal vorbei. Ich habe sehr viel ja schon auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und auf YouTube generell. Bis dann, euer von eurer YouTube Let's Plays als Hobby. Mhm.